Ja, Ronny, nach dem ersten Tag und ersten zwei Spielen, ein Goal geschossen und 15 bekommen. Das war, glaube ich, nicht unbedingt der Start in deine U20-Trainerkarriere, wie du es vorgestellt hast, oder? Nein, natürlich nicht. Vorgestellt auf keinen Fall. Vielleicht ein bisschen befürchtet, wenn man die Vorzeichen betrachtet, mit was für einem Kader dass wir sie angereist und zwei Spieler von erster Linie sich schon beim Warm-up verletzen. Das ist das natürlich gegen, auf diesem Level schon ein bisschen zu befürchten gewesen. Trotzdem, wir hatten eine positive Phase gehabt. Es ist ein bisschen schade, dass wir etwa 4 von 6 Drittel immer kurz vor Schluss noch 1 oder 2 Goal bekommen. Und somit natürlich sehr, sehr hart bestraft zu werden. Parallel sind eigentlich verbannt vom ersten und vom zweiten Spiel. Beide Mal im ersten Drittel eigentlich noch super im Spiel gewesen. Und nachher Anfang des zweiten Drittel hat es nachher immer angehängt. Ist das jetzt in den Köpfen der Spieler drin? Hast du das Gefühl, wenn es das dritte Mal passiert, kommt es wieder so raus? Nein, ich wollte heute schon im zweiten Spiel eigentlich wollen, oder mir überlegt, das Timeout zu nehmen nach dem zweiten Goal, nicht erst nach dem vierten. Und plötzlich war es gleich schon 4-0 gewesen, bevor sie das Timeout nehmen konnten. Von dem her hatte ich genau gleiche Gedanken gehabt. Aber nein, es waren zwei verschiedene Spiele. Das werden sie sicher nicht so in Erinnerung behalten. Weil was positiv ist, es gibt jeden 100%. Man kann keinem vorwerfen, dass er nicht alles gibt. Das ist eine Basis, auf der können wir aufbauen. Aber wir sehen auch, ich oder Alessio, dass halt noch viel Coaching muss betrieben werden. Dass man die Sachen ausmerzen kann, bei vielen Neuen, die auf diesem Level noch nie gespielt haben, erkennbar sind. Jetzt hast du viele angeschlagene und verletzte Spieler, zwei Spiele gehabt heute, Knöchel sind sicher müde und morgen kommt Kanada. Wie baust du jetzt dein Team für das schwierige Spiel gegen Kanada auf? Wie gesagt, wir haben nichts zu verlieren. Wir haben gesehen, was Kanada kann. Das ist vielleicht sogar noch mal eine Zacke mehr als die zwei Gegner, die wir jetzt hatten. Aber ja, wenn wir wieder so eine Goalie-Leistung haben wie heute, wie die zwei Spiele von heute, dann ist das sicher mal eine Basis, auf der kann man aufbauen. Aber was wir jetzt natürlich probieren ist die letzten 2-3 Minuten, den Drittel, wo wir eigentlich gute Arbeit leisten, defensiv, dass wir das noch in Pause bringen können. Und dann sieht dann auch das Resultat entsprechend anders aus. Das wünschst du viel Glück und für morgen viel gesungen Spieler. Merci vielmals.